Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, ich habe heute leider nicht so viel Zeit, deswegen muss ich dieses Mal ausnahmsweise mal schnell eine Folge machen, schnell eine drehen. Daher habe ich vor heute, dass wir ja ein bisschen hieran weiterarbeiten und dann in der morgigen Folge gehen wir definitiv in die Höhle und erkunden die mal und schauen uns an, was da noch so alles gibt's. Daher hoffe ich, dass ihr da auch ein bisschen Verständnis habt. Ansonsten ja, ist halt so, dann wir jetzt hat halt morgen erst in der Folge in die Höhle gegangen, ein bisschen erkundet, so. Aber dass wir heute zusehen, dass wir da ein bisschen mehr was reinkloppen in die Festung da. Und wer weiß, vielleicht werden wir in dieser Folge auch noch von ein paar Ureinwohnern überrascht. Und dann gibt es auch noch wieder ein bisschen Action. Aber ich finde es auch gut, wie schnell da einige Bäume wieder nachgewachsen sind. Klar ist es noch nicht so weit, wie es vorher mal war. Aber ist schon ein Stückchen. Mal schauen, wie viel wir von den Bäumen heute jetzt abholzen können, einschlagen können. Mit Sicherheit kommen da auch gleich wieder ein paar Schildkröten. So. Reicht das schon? Na, wir fahren noch ein bisschen. Ein bisschen. So. Wird schon wieder dunkel, ne? Ureinwohner sind hier jetzt noch keine. Das sehe ich keine aktuell. Wir schnappen uns die drei Bäume hier. Hey, komm schon. Komm. War hier nicht noch ein dritter? Ach, hier. Boah, ist richtig scheiße, wie man hier einfach gar nichts sieht. Schnappen wir uns eben die drei. So. Aber ich habe auch richtig Schiss, dass da jetzt die Ureinwohner da auf einmal auftauchen. Machen wir uns erstmal hier ein bisschen warm. Sind die überhaupt noch frisch? Ja. Und noch essbar.
Ja, und da kommen sie schon. Kusch. Ich hoffe, die hauen ab. Ich hoffe, die bleiben weg. Kann ich jetzt einfach ganz normal darüber laufen, oder? Komm, die Schildkröte regelt für uns. Einmal kommen die Baumstämme uns entgegen. Und schnell wieder zurück. Ich habe jetzt richtig Angst davor, dass die jetzt gleich wieder als so eine Armee von keine Ahnung wie vielen da kommen. Wie viele Kolumns dieses Mal? Letztes Mal waren es schon 4 Stück von denen. Und nicht, dass dieses Mal dann so um die 6 sind oder so. Ich habe jetzt kurz gedacht, das wäre einer. Diese Scheißmöbel. Och ne, dahin kommen die schon wieder. Habt ihr das Licht gesehen? Einfach mal ganz kurz abwarten. Ja, und wieder sind wir durstig, natürlich. Schnell, bevor die da sind. Dahin kommen sie schon. Ich hoffe, die gehen weg. Fertig.
Die noch da? Seht ihr die? Also ich sehe die jetzt gerade gar nicht. Machen wir uns eben noch schnell eine Schildkröte. Sollst du nicht schon längst tot sein? Hallo? Hier haben wir noch zwei. Drei haben wir noch da. So. Kurz abwarten. Kommen da noch mal welche? Sorry, wenn ich jetzt irgendwie wieder so still bin. Aber ich will auch ganz sicher sein, dass ich keinen von denen jetzt höre. Und wenn ich selber zu viel labere, viel quatsche, kann es sein, dass ich einen von denen überhöre und dann aus dem Nichts attackiert werde. So, Baumstämme sehe ich jetzt keine. Muss ich gleich wieder. Ich würde sagen, wir warten ein bisschen ab, bis es wieder hell ist. Dann schnappen wir uns den nächsten Baum. Da kommen die, schleppen wir schon mal zurück. Sorry, dass ich ein bisschen zu viel Schiss habe, aber ich habe so das Gefühl, ich bin einfach noch nicht stark genug, gegen eine Armee von denen so anzutreten. Vor allem, wir haben auch nicht mehr das Haarspray da, die Spraydose. Wir mit dem Feuerzeug hier. Bisschen hier modifizieren können, so einen kleinen Flammenwerfer machen. Gibt es hier eigentlich überhaupt einen Flammenwerfer oder so? Wenn es hier einen richtigen Flammenwerfer gäbe, das wäre so nice. Dann wäre ich der absolute Baba gegen die Dinger hier. So, 15 Baumstämme, ne, doch, 15 Baumstämme haben wir, oder? 150, ne, das sind 7 plus 6. Okay, 13 Baumstämme haben wir. Na, mal schauen, was wir mit 13 Baumstämmen schon mal erreichen können. Zwei Wände werden wir sicher hier schon durch haben. So, die beiden nehmen wir schon mal mit. Ja, hier müssten wir auch mal ein bisschen mehr
Lampen machen für die dunklen Tage. Oder Nächte, besser gesagt. Und ich würde sagen, wir fangen hier mal an, das Ding hier mal fertig zu bauen. Komm. Und hier durch. Ja, trotzdem sehr dunkel hier. Also ich müsste wirklich mal ein paar Schädel von denen sammeln. Ein paar Schädeln von denen sammeln. Und dann diese. Und dann hier so rechts entlang vielleicht so ein paar Lampen machen. So, die Wand haben wir fertig. Ich würde sagen, die machen wir als nächstes. Machen wir hier so. Dann haben wir. Ja, den Raum haben wir auch dann bald fertig. So, gleich haben wir wieder Hunger, natürlich. Die Hungeranzeige wieder so leer. Ich glaube, wir machen eben uns ganz schnell was zu essen, trinken auch gleich einen Schluck noch und dann machen wir weiter. Wir trinken eben jetzt einen Schluck und gleich oben machen wir was zu essen. Ich habe total vergessen gehabt, dass ich hier unten das abgerissen habe und nach oben versetzt habe. Weil wir ja oben mittlerweile schon so einen Kamin haben. Ich selber total vergessen jetzt. Nee, hier lang zuerst. So, das hier wird auch schon langsam. Gleich haben wir den dritten Raum fertig. Eins, zwei und das hier ist die drei. Essen. Zuerst essen. Machen wir Feuerchen. So. Und dann. So. Ja, ist schon nice, das weite offene Meer hier. Komm schon, werd fertig. Ja. Jo. Natürlich Ausdauer wieder am Arsch. Was denn auch sonst?
So, dann die Wand. Ist schon geil, die Aussicht hier. Muss ich auch mal vorstellen, wie geil das wäre, wenn wir dann hier an dieser Ecke und da hinten an der Ecke und auch irgendwo mittig auch nochmal da drei Türme und auf der Seite ebenfalls drei Türme haben. Wie dann von da oben die Aussicht wäre. Wie nice das wäre. Ich würde sagen, wir fahren jetzt eben mal nochmal zurück. Boah, die Regengötter sind wieder da. Ja, das Schönste, was hier passieren kann, Regen. Machen wir eben auch noch mal alle Kanister jetzt, solange es hell ist, voll. Und dann bauen wir oben weiter. Und dann zur morgigen Folge auf jeden Fall gehen wir dann safe in die Höhle. Da habe ich auch mehr Zeit zum Aufnehmen. Und dann machen wir ein paar Folgen mehr, eine längere Aufnahmesession. Und vielleicht auch dieses Mal dann die extra Folge. Boah, Entschuldigung, ich habe heute irgendwie die ganze Zeit irgendwie so ein Schleim oder so ein Kloßding im Hals, dass meine Stimme irgendwie immer wieder verschwindet. Und schade, dass man auch nicht schneller rudern kann. Wäre so nice, wenn man schneller rudern könnte. Aber kann man leider nun mal nicht. Ein Ureinwohner. Da hinten sind sie. Nicht hier hinkommen, ja? Die gehen weg. Komm schon. Ja, fällt sogar in die richtige Richtung. Und die beiden noch? Dann nehmen wir den da auch noch mit. So.
So, jetzt sind gerade erstmal keine Ureinwohner da. Das ist gut. Dann bin ich am Überlegen, dieses Stück vielleicht noch abzuholzen. Müssen wir zwar eher da parken, aber die wären tatsächlich sogar näher. Da kommen wir wieder zu Schildkröten. Boah, ich habe irgendwie die ganze Zeit Paranoia, dass die Ureinwohner wiederkommen. Erstmal Ausdauer wieder nachtanken natürlich. Das müssen wir auch schon gleich wieder. Ist aber auch krass, wie schnell man hier am Verhungern ist. Baumstamm. Und so, einen Moment. So, ich wurde eben gerade sogar noch angerufen. So, deswegen muss ich jetzt eben ganz kurz pausieren, aber für euch ändert sich nichts. Ihr habt da zwar jetzt nur einen kleinen Schnitt. Aber habe auch gesagt gehabt, so dass ich sie sofort nach der Aufnahme zurückrufe. Und ja. Was war das? Habt ihr das gehört? War da irgendwas? Ich meine, irgendwas gehört zu haben. Haben wir da hinten noch Baumstämme? Erstmal was zu essen. So, anzünden. Auf Fleisch wechseln. So, köcheln. Komm schon, beeil dich. Die Schildkröte nehmen wir schon mal mit. So. Ja. Ist fertig. Ich würde sagen. So, dann schippern wir eben noch mal schnell zurück. Dann sammeln wir das nächste Holz oder der restliche Holz, was da ist, in der nächsten Folge. Ja. Ich habe da irgendwas gehört, das nicht nach dem normalen
Ureinwohnern klang. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur eingebildet habe oder nicht, aber wenn das jetzt Muschi Klaus oder Thrombosen Jonas sind, dann will ich denen jetzt noch nicht gerne begegnen. Dann schippern wir schon mal zurück und ja. Oder wie ich sehe, ist die Zeit auch schon langsam um. Also dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.